Wie alle Jahre wieder strömten die Besucher zum Gnutzer Museumsfest. So natürlich auch am letzten Maiwochenende, an dem Petrus sein außerordentliches Wohlwollen über das mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Museum ausgeschüttet hatte. Angelockt von einem mittelalterlichen Heerlager, das eigens mitsamt Sänger Schalk im Nacken angereist war, über spinnende Männer, Holzschnitzer, einem Schmied und viele weitere althergebrachte Handwerkskunst, strömten sie dann Richtung Gnutzer Museum. Ja, sogar Besuch aus den Vereinigten Staaten hatte sich zu diesem 17. Fest eingefunden. Hauptattraktion war natürlich wie immer der legendäre Vortrag über das Einfangen und die Weiterverwertung von Opa, Mama oder Papa Maus. Karl von Puttkamer, Museumsdirektor und ehemaliger Lehrer, brillierte dabei mit perfekter Rhetorik und bringt sein Publikum so manches Mal derart zum Lachen, dass eine kleine Künstlerpause eingelegt werden musste. Und deshalb auch der Schlitzband davor, ne? Ich habe Leute, die haben mir das nachgebaut und um 3 Groschen zu sparen, haben sie den Spritzhand weggelassen. Wie das bei denen zu Hause aussieht, man mag das gar nicht haben. Wer mit dem Fangen oder Töten von Mäusen nicht unbedingt etwas im Hut hatte, besuchte zum Beispiel den Schmied, der gerade dabei ist, einen Ringstecher zu schmieden, oder lauschte den Worten von Klaus Lilge aus Schwesing und seiner 2002 gegründeten Dreschgemeinschaft. Und wer Gefallen an alten Radiogeräten und Schallplattenspielern fand, nun ja, der kam ebenfalls auf seine Kosten. Aber zurück zu Klaus Lilge und seiner Dreschgemeinschaft. Wer weiß denn zum Beispiel heute noch, was Dengeln ist? Hier im Gnutzer Museum wird es gezeigt. Aber hören wir mal einen Moment zu. Ein Bauer, ein Großknecht, ein Kleinknecht. Und wir starten jetzt mal. Auf, Mann, so. 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 Ja, so war es in der oft beschworenen guten alten Zeit. Handarbeit von früh bis spät und im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen. Die Museumsbesucher hatten allerdings Glück. Wer mochte, legte eine Pause im historischen Heerlager ein und lauschte dem Sänger namens Schalk im Nacken. Oder er sah dabei zu, wie ein Göpel von einem Pferd bewegt wird. Mit so einem Göpel wurde vor der Zeit der Dampfmaschine alles Mögliche angetrieben. Das konnte eine Wasserpumpe genauso sein wie eine der ersten Dreschmaschinen. Mit der tiefstehenden Sonne endete langsam ein wunderschöner und lehrreicher Tag im Gnutzer Museum. Karl von Puttkamer und seine Frau Uschi Kirchheimer haben jedenfalls wieder alles gegeben, um den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden. Ja, wahrscheinlich sogar eine große Portion mehr. Sei immer gut und bete fleißig, gestehe bei der Beichte jede Sünde. Ehr die Eltern, hab Respekt, sei redlich und stets ein braves Kind. Und auf dem Feld, da sollst du schuften, doch wer ist der Hüter, wer von euch das Rind? Ich hab genug, ich such so lange, bis ich den frechen Teufel in dir find. Ich will dich verführen zu fiesen Schandtaten, lass dir vom Schalk im Nacken wohl raten. Sei fies und gemein, nett sein bringt dir nichts ein, sündigen macht so viel mehr Spaß. Drum höre auf mich, mach ein frohes Gesicht und drehe